So, ich hatte jetzt eine Aufnahmepause, weil ich im Urlaub war. Und wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder einen Urlaubsblock. Allerdings war ich diesmal länger im Urlaub, und zwar 8 Tage. Das heißt, ich habe jetzt 8 Folgen mit Urlaubsblock. Und ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt schaffen soll. Weil mein Urlaub. Also, ich muss jetzt demnächst auch wieder arbeiten. Und dann habe ich gar keine Zeit, um neue Folgen aufzunehmen. Deswegen habe ich ja jetzt auch wieder so schön viel vorproduziert. Aber. Irgendwie muss ich das noch schaffen, 8 Folgen aufzunehmen für die Urlaubsblocks. Was bist du denn für ein Vieh, das auf mich zustimmt? Oh, das war. Okay, ja, gut, mach mal. Ja, das ist das Ziel. Ach ja, und eine Aufgabe beim Herren, das brauche ich natürlich. Wo habe ich denn jetzt den Randomizer hingetan? Da ist der Randomizer. Dann will ich mal gerade gucken, hoffentlich. Und ich meine, jetzt wäre natürlich Küste gut oder Garten, damit ich da gut erzählen kann. Wohin schickt mich denn der Randomizer? Ins große Fernsehzimmer. Ja gut, dann schauen wir mal, was im großen Fernsehzimmer zu tun gibt. Dann wollen wir heute mal das Fernsehzimmer einrichten. Wenn alles gut geht, werde ich mit dem Fernsehzimmer jetzt auch fertig. Und dabei berichte ich von meinem Urlaub. Ja, also ich war im Urlaub. Und nachdem ich ja die letzten beiden Male, die Urlaubsblogs habt ihr ja sicherlich gesehen, alleine unterwegs war in Niedersachsen. Haben meine Freunde geschimpft, wieso fährst du immer allein in Urlaub? Das ist doch voll doof. Wir machen dieses Jahr mal was zusammen. Wir fragen, wer also alles mit will. Und da wollten dann tatsächlich eine ganze Menge Leute mit. Wir haben ein Ferienhaus in den Niederlanden uns besorgt. Nicht in Holland, sondern in den Seelanden. Das ist südlich. Holland ist ja nicht die Bezeichnung für. Ach, hier oder, ach so, nur. Holland ist ja nicht die Bezeichnung für ganz Niederlande, auch wenn viele Leute so tun, als ob es so wäre. Ja, Holland ist ja ein Teil, so wie bei uns Bayern ein Teil von Deutschland ist. Wir sagen ja auch nicht, Bayern ist Deutschland und deswegen Holland ist auch nicht Niederlande. Das, was wir besucht haben, das war dann weiter unten. Ich habe die Beleuchtung vergessen. Ach Mist. Das war dann ganz an der Grenze zu Belgien. Also wie nah an Belgien erfahrt ihr in Teil 3 des Blogs. Da möchte ich jetzt noch nichts vorgreifen. Ja, erstmal ein Blümchen hier hinstellen und ein kleines Gedeck, so ein kleines Tischdeckchen, ja. Ja, jetzt muss ich erstmal mich kurz konzentrieren, bevor es dann losgeht. Hier kommt nämlich ein Sofa hin und zwar müsste das hier hinkommen. Ja, das liegt, ist dann mittig, sehr schön. Ja, also wir wollten eigentlich frühzeitig los. Also wir haben natürlich da mehrere Fahrgemeinschaften gebildet. In meinem Auto sollten Kurt und ohne Zahn mitfahren. Und wir wollten dann so losfahren, also das haben Kurt und ich so besprochen, dass wir dann wann wollten wir, dass wir um 3:30 dann im Ferienhaus sind. Dann würden so alle langsam eintrudeln. Wir konnten einkaufen und das war dann alles so geplant. Ja, und als wir. Dann haben wir allerdings relativ kurzfristig jetzt erfahren, dass ohne Zahn noch gar keinen Urlaub hatte. Also beziehungsweise, dass er am Freitag noch, wo wir alle los wollten, noch arbeiten musste. Das wussten wir so jetzt gar nicht. Das heißt, wir konnten nicht so losfahren, dass wir um 3:30 schon in der Wohnung sind. Und hier haben wir erstmal ein wunderschönes neues Sofa fürs Fernsehzimmer. Ja. Und dann kommt hier auch noch ein kleines Regal hin und darauf kommen dann auch wieder einfach hier die Gedecke. Ja, das heißt, der muss nämlich bis 3 Uhr arbeiten. Das ist natürlich blöd, wenn man um 3:30 dann schon in den Seelanden sein will. Gut, aber das hatte den Vorteil, dass Kurt und ich ausschlafen konnten. Ich bin dann erst zu Kurt gefahren, habe ihn abgeholt und dann sind wir direkt zu ohne Zahn an die Arbeit und haben ihn dann an der Arbeit abgeholt. Und sind dann losgefahren. Alle anderen sind natürlich schon früher losgefahren, dass sie vor uns da sind. Und dann war in der WhatsApp-Gruppe, wir hatten natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe dafür, war da schon, wurde dann natürlich schon groß geschrieben, wer wann, wo, wie im Stau steht. Wir müssen ja dann erstmal nach Nordrhein-Westfalen und dann in die Niederlande rein. Und dann, dadurch, dass das so weit südlich ist, einen Großteil der Strecke durch Belgien. Genau, so wie in der Vorwoche, wo ja Tobi und Kanu meine Co-Piloten waren. Waren jetzt also Kurt und ohne Zahn meine Co-Piloten. Und auch mit den beiden haben wir dann immer mal wieder versucht, die Staus zu umfahren. Wir sind natürlich trotzdem dann und wann auch mal in Staus reingefahren. Allerdings hatten wir nicht so schlimme Staus, wie wir von den anderen erfahren haben.
Wir sind zum Beispiel recht gut an Antwerpen vorbeigekommen, obwohl Antwerpen so schlimm sein sollte. Und tatsächlich war Antwerpen wohl auch schlimm, wenn man früher losgefahren ist. Tatsächlich war der Stau, als wir dann nämlich da waren, einfach weg. Während diejenigen, die früher losgefahren sind, da wohl volle Kanne in den Stau reingebrettert sind. Und aus diesem Grunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben die wohl von der reinen Fahrzeit 2 Stunden länger gebraucht als wir, weil wir später losgefahren sind. Wir sind dann zwar erst viel zu spät am Abend angekommen, wir wollten ja eigentlich nachmittags ankommen. Aber die anderen waren wohl noch gar nicht so lange vor uns da. Und kurzer Cut, das Fernsehzimmer ist fertig. Nee, die Beleuchtung hatte ich ja noch vergessen. Eine einzige Lampe kommt jetzt noch da oben hin und dann ist das Fernsehzimmer tatsächlich fertig. Aber da ich ja eh am Reden bin, kann ich die ja jetzt ganz bequem holen. Oder habe ich noch was vergessen? Ist auch schon was? Nee, hier fehlt doch noch was. Nee, alles fertig. Ich muss wirklich. Kann das hier noch abbauen? Und ich brauche da nur noch eine Lampe. Vielleicht habe ich hier irgendwo auch noch eine Lampe. Nee, ich habe ja. Nee, ich laufe jetzt rüber. Ich will ja reden dabei. Ja, wo war ich denn jetzt? Ja, also wie gesagt, wir sind viel später losgefahren und trotzdem waren die anderen gar nicht so viel früher da als wir. Als wir allerdings ankamen, saß nur einer draußen im Garten unseres neuen Hauses und hat den Grill bewacht. Denn diejenigen, die dann halt vor uns da waren, die haben dann erstmal, ach ja genau, habe ich noch gar nicht erwähnt, Chrissy und der Graf waren auch dabei. Wo laufe ich hin? Die mussten dann nämlich erstmal Lebensmittel kaufen. Genau, wir waren ja auch Selbstversorger. Das heißt, diejenigen, die vor uns da waren, sind dann halt einkaufen gefahren. Ja, die erste Supermarktrechnung, die war auch nicht ohne, das waren fast 300 Euro. Ich glaube, da wäre ich umgekippt, wenn ich mich darum gekümmert hätte an der Kasse und ich sage die Kassiererin dann auf Niederländisch eine Zahl, die fast 300 Euro wert ist. Aber die waren dann halt dabei und die anderen waren dabei und nee, es waren nämlich gar nicht alle unterwegs, es waren auch welche noch da, die haben die Kinder ins Bett gebracht. Ja, und dann hieß es natürlich erstmal, in welches Zimmer. Also wir sind also erstmal reingekommen und die Laterne, die ich brauche, die dürfte hier drin sein. Eine Laterne. Ich brauche eine Laterne. Sag nicht, da ist keine Laterne mehr. Irgendwo muss ich noch Laternen haben. Oh nee. Mal schauen, ob vorne welche drin sind. Wo sind die Fische plötzlich? Ich hatte auch vorhin noch Fische. Na egal. Ja, also ganz unten die Laternen. Da ist eine Laterne. Eine reicht mir. Ganz unten waren natürlich die Gemeinschaftsräume und da war auch ein Zimmer. Das hatten sich allerdings schon Chrissy und der Graf reserviert. Dann in der mittleren Etage waren noch zwei Zimmer. Ne, ein Zimmer war frei und dann war da nämlich eine Familie, wobei, also es waren insgesamt drei Zimmer auf die Etage. Ein Zimmer war frei, in einem lag ein Junge alleine. Im weiteren Verlauf heißt er der Coolste. Und seine Eltern und sein kleiner Bruder waren im anderen Zimmer. Und dann war da halt noch ein Zimmer und ganz oben, da war auch eine Familie mit kleinen Kindern und auch noch ein freies Zimmer. Ja gut, und allerdings gab es ganz oben auch besondere Regeln. Zum Beispiel sollte die Badezimmertür offen bleiben, weil dann die Tür des Badezimmers den Zugriff zur Treppe versperrt hat, was für die kleinen Kinder wichtig war. Das heißt, nachts musste immer die Badezimmertür offen sein. Und ja, ich hab's dann irgendwie hingekriegt, ich weiß gar nicht wie, dass Kurt und ohne Zahn das Zimmer dann bekommen haben. Hopp. Und ich habe dann unten ein Einzelzimmer bekommen. Über das Einzelzimmer wird dann in Teil 4 des Reiseblocks weitergeredet. Ja, und dann kamen irgendwann Chrissy und der Graf und die anderen vom Einkaufen wieder. Und ach so, habe ich ganz vergessen. Das Fernsehzimmer ist übrigens fertig. Chrissy und der Graf kamen vom Einkaufen wieder und ja, dann wurde gegrillt und ich will das Fernsehzimmer mal gerade präsentieren. Das Fernsehzimmer ist fertig. Kann mich auch hinsetzen und Fernsehen gucken. So. Ja, schön. Fernsehzimmer, Projekt abgeschlossen. Beginnt der Urlaub gleich mal mit dem abgeschlossenen Projekt. Werde denn damit gerechnet? Ja. Wo war ich? Also,
Ja, dann am ersten Abend haben wir dann gekillt. Deswegen war ja auch der Kill schon an, das hatte ich ja schon gesagt. Und, weiß gar nicht mehr, was haben wir denn den. Ah, das Wichtigste fehlt ja noch. Ah, jetzt hätte ich ja fast vergessen. Dann gehe ich jetzt mal ganz langsam zum Schluss, um das noch erzählen zu können. Es waren ja mehr und ich hatte ja gesagt, egal wann wir ankommen, ich will auf jeden Fall noch ins an meinem ersten Tag da zum Meer laufen. Und da sind dann Curtis mit Bill gekommen und Onizan und Grizzy. Und wir sind dann, obwohl es schon dunkel war, dann zum Meer gegangen. Und gut, in der Dunkelheit hat man natürlich nicht gesehen, aber es war schon, wir liefen an Ferienhäusern vorbei, an Hotels und dann plötzlich an so einer Düne und dahinter absolutes Nichts, absolute Dunkelheit, keine Straßenlaternen, denn dahinter war nur ganz viel Sand und irgendwo in der Ferne hörte man das Meer rauschen. Und dann sind wir einfach mal vorsichtig natürlich gelaufen, denn es war ja stockdunkel, am Strand stehen ja keine Straßenlaternen. Und um die Zeit war auch nichts los dort, also das fand ich auch schön, der komplette Strand gehörte uns. Und dann sind wir noch bis zum Wasser gelaufen, nein, wir sind natürlich nicht reingesprungen, das wäre uns dann dort so gefährlich gewesen. Aber wir sind doch mal so weit reingelaufen, dass wir mit den Füßen ins Wasser gehen konnten, in der puren Dunkelheit. Und wir haben am ersten Urlaubstag das Meer gesehen. Und das war unser Ziel. Und Mission accomplished, kann man da nur sagen. Und ja, das war der erste Teil des Reiseblogs. Und ich schließe jetzt, da fehlt ein Teil vom Schloss. Schloss? Schloss? Da. Ja, und bevor ich jetzt noch die König glücklich mach Szene mache, die ich dann auch ganz ohne Dumpbot mal mache, wollte ich jetzt noch gerade die nächsten Karten ziehen. Ich hab ja inzwischen einige Busse hier liegen. Und damit ich nicht einfach nur die Karten ziehe, habe ich mir jetzt auch mal geguckt, welche Karten gibt's denn überhaupt? Damit ich schauen kann, welche mir noch fehlen. Also ich habe jetzt schon Quax, Pikachu, Pamo mit der Wette 3. Voltrain 4, Flatutu 5, Sanaconda 6, Mopex 7, Kielia 8. 8 Karten habe ich schon. Wie viele gibt's denn? Ich habe jetzt hier extra eine Liste geöffnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15. Okay, da ist 8 noch keine gute Ausbeute, beziehungsweise schon über die Hälfte. Aber ich habe jetzt extra die Liste geöffnet. Mir fehlen zum Beispiel auf jeden Fall noch Filori und Krokel, damit ich auch alle Starter habe. Dafür habe ich Quatsch schon doppelt. Und ich will jetzt natürlich noch mehr von denen kriegen. Und ich habe hier jetzt wieder ein Booster. Und dann hoffe ich jetzt natürlich auf Filori und Krokel erstmal. Mal schauen, ganz vorne ist Kolowal. Das ist gut. Kolowal hat mir, glaube ich, auch gefehlt. In Glitzer sogar, sehr schön. Dahinter ist Kielia. Ach, Kielia hatte ich doch schon. Zwiebs! Zwiebs hat mir auch noch gefehlt. Und nochmal Sanaconda. Okay, dann habe ich immerhin schon mal zwei dazu, die mir noch gefehlt haben. Und zwar Zwiebs und Kolowal. Zwiebs ist ja dieses Maus-Pokémon, das in ganz seltenen Fällen auch zu dritt. Also das ist ein Paar-Pokémon und in ganz seltenen Fällen tritt das auch zu dritt auf. Es kann Doppelschlag. Wirft zwei Münzen. Dieser Attacke fügt 30 Schadenspunkte pro Kopf zu. Ah, pro Kopf. Aha. Achso, nee, pro Kopf von der Münze. Ich dachte pro Kopf vom Vieh. Und Kolowal ist ein Landwal-Pokémon, passt ja jetzt zum Strandurlaub, aber ich habe keinen Wal im Urlaub gesehen, so viel kann ich schon in den nächsten 7 Blog-Einträge spoilern. Der Kolowal kann einhämmern und den Fegedeckel. Dieser Attacke fügt für jede Schadensmarke auf diesen Pokémon 20 Schadenspunkte weniger zu. Okay, so, dann will ich dir auch dann mal richtig einsortieren in meine Sammlung, die ich jetzt schon hier habe. So, ja, wer fehlt mir da noch? Also, das heißt, ich habe jetzt 10. Mir fehlen noch Filori, Krokel, Flanival, Klibbe, Hytera. Das waren jetzt auch nur 5. Habe ich mich verzählt? Weiß ich nicht. Ich zähle nochmal, wie viele ich jetzt habe. Also, Quax 1, Kolowal 2, Pikachu 3, Pamo 4, Voltrain 5, Flatutu 6, Anaconda 7, Zwiebs 8, Mopex 9, Kielia 10. Achso, ach, es waren insgesamt 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Ah, mir fehlen ja nur noch 5. Och, das sieht ja gut aus. Ja. Okay, dann will ich jetzt mal. Ja, Filori, Krokel, Flanival, Hytera und Klibbe fehlen mir da noch. Ja, super. Was, wo geht's denn jetzt bei den König glücklich macht's denn überhaupt weiter?
Achso, warte mal, ich hatte hinten doch letztes Mal. Ich muss mal wieder was essen. Ich meine, wie gesagt, ich hatte jetzt eine Aufnahmepause, deswegen bin ich auch raus, wo ich war. Es wird auch nicht mehr so viele. Also die Zeit der König glücklich macht, sind jetzt nämlich auch bald zu Ende. Genau, das war. Ah, das war vorne und hinten fertig. Genau, das hat mir doch letztes Mal so Kopfzerbrechen bereitet. Kann ich hier noch hoch, oder? Aber wo sind die Gerüste da? So, ich schaue erstmal, wie weit ich hiermit überhaupt komme. Da muss ich mal gucken, wie ich überhaupt letztes Mal stehen geblieben war. Aha, also ich komme schon mal nicht nach ganz oben. Also ich habe hier wahrscheinlich vorne und hinten. Genau. Dann kämen jetzt ja rechts und links. Ja, die werde ich letztes Mal zusammengefasst als eins, oder? Ja, das heißt, ich brauche also hier erstmal wieder Stein, Andesit, Kobbel und Steinziegel. Und ich sehe mal, ich hätte natürlich auch vorher mal das Inventar auffüllen können wieder. Naja, dann mache ich das jetzt nochmal schnell. Ja, gut, dann kann ich in der Zeit ja noch erzählen. Ja, ich war auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich ein Einzelzimmer hatte. Vor allem, nachdem ich gesehen hatte, dass die Dusche so konzipiert war, dass sie keinen Sichtschutz zum Zimmer innen hatte. Also es war eine interessante Konzeption, allerdings halt auch nur, wenn man ein Einzelzimmer hat. Ansonsten wäre es ein bisschen unangenehm, würde ich sagen. Und ich kann ja so schlecht auswärts schlafen. Das hat sich dann leider auch in der ersten Nacht im Ferienhaus bewahrheitet. Es gab halt auch eine wirklich schöne, dicke Winterdecke. Und in der ersten Nacht hatte ich mich halt auch noch sehr darunter gequält. Ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Vor allem, und dann habe ich auch in der Nacht noch rausgefunden, dass das Klo der Etage, wie gesagt, ich hatte auf der meiner Etage wohnten der Coolste, seine Eltern und sein kleines Brüderchen. Ja, das hatte ich dann erst in der Nacht, beziehungsweise ich habe es eigentlich erst am nächsten Tag rausgefunden, weil ich am nächsten Tag dann erst das erste Mal auf Toilette war. Das Klo der Etage, also es hatte nicht jedes Zimmer ein eigenes Klo, sondern. Nein! Ah! Sondern es gab für die ganze Etage nur ein Klo. Und das Klo der Etage war. Das war direkt an der Wand zu meinem Zimmer. Und zwar wirklich direkt an der Wand. Und nächster Versuch. Hopp. Ne, hier wollte ich Flo anfangen. Und das hat natürlich, immer wenn halt in der Nacht jemand aufs Klo war, hatte ich das mitbekommen. Ja, ja, und ich würde sagen, hier gehe ich jetzt mal in den Speed. Sehr schön, damit ist nämlich hier der Turm soweit fertig und ich kann dann am nächsten Horse Day da auch schon wieder ein Dach draufsetzen. Und die nächste König glücklich macht Szene, ja, die wird dann. Ich glaube, hier, das muss noch ins Höher gesetzt werden und dann dürfte hier schon die nächste König glücklich machen. Ach Quatsch, kommen hier die beiden Wände in der nächsten König glücklich mach Szene dran. Ich sag für die Folge jetzt allerdings erstmal Arrivederci, tschüss, over and out.